Hey und willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Minecraft Let's Plays. Ja, ist schon wieder ein bisschen her, sagen wir es so. Beziehungsweise, es tut mir leid, dass es die letzten zwei Tage keine Videos gab. In der Zeit kann ich eigentlich auch weiterspielen, in der Zeit, wo ich das erkläre. Das hatte nämlich folgenden Grund. Ich habe aktuell ein Seminar am Laufen, sage ich jetzt mal. Also ein Online-Seminar. Und deswegen war ich einfach die letzten zwei Tage ein bisschen kaputt. Das Online-Seminar an sich ist jetzt nicht wirklich anstrengend gewesen. Alter. So, jetzt, ich habe gerade nicht gewusst, was ich drücken muss, um aus diesem Kackboot rauszukommen. Nee, also das Seminar an sich ist jetzt nicht so anstrengend, sage ich jetzt mal. Aber es ist verdammt anstrengend irgendwie insofern, dass es verdammt lange dauert immer. Und verdammt langweilig ist vor allem. ja. Ich versuche mich zwar irgendwie. Also was heißt, ich versuche mich. Ich beschäftige mich zwar nebenbei ein wenig mit anderen Dingen dann, aber ein bisschen zuhören muss man ja trotzdem. Sprich, nebenbei zocken ist da auch nicht groß. Und ja, dementsprechend ist es ein bisschen anstrengend insofern, dass es teilweise echt langweilig wird, ist. Was auch immer. Und ich nehme ein bisschen Holz noch mit. So. Ja, aber deswegen hatte ich nicht so die Motivation, gestern und vorgestern ein Video aufzunehmen. Was mir sehr leid tut für euch. Was aber nicht so schlimm ist, weil heute natürlich wieder eine Folge da ist. Und vor allem werden noch weitere Videos jetzt die Woche folgen. Ich habe mir nämlich da einiges vorgenommen. Da werde ich aber gleich drüber quatschen. Ich muss mir noch ein bisschen was aufheben für die Folge an sich dann. Was Gesprächsthemen angeht. Mal kurz ein bisschen leiser machen. Nämlich ziemlich laut so. Und zwar habe ich ein bisschen was geplant jetzt für diese Aufnahmesession vor allem. Wir können eigentlich mal ein bisschen. Können wir ein bisschen ernten hier in der Zeit. Während ich hier noch ein bisschen laber, was ich heute vorhabe und auf die letzten Folgen drauf eingehe. Also auf die Kommentare. Kennst du ja mittlerweile. Nee, also es kommen, wie gesagt, diese Woche ja noch einige Videos. Deswegen hoffe ich, dass jetzt die zwei Tage nicht ganz so schlimm waren. Wenn doch, tut's mir leid. kann ich jetzt aber so gesehen dann auch nicht mehr ändern. Alter, das ist wirklich alles reif hier, oder? Ah nee, die Kartoffeln natürlich wieder nicht. Aber größtenteils. Ich baue jetzt einfach alles ab. Egal. Bin jetzt einfach Bauer geworden. So. Noch die Möhrchen wieder anbauen. Brauchen wir eigentlich gar nicht so viele mehr. Den Rest mache ich mal Kartoffeln. Oh, lecker. Die sind nämlich deutlich wichtiger, weil das wird unsere Hauptnahrungsquelle werden demnächst. Ich denke mal aber, wir werden jetzt trotzdem nochmal mit den Möhrchen losziehen. Denn, ja, wie ihr schon raushören könnt, ich habe heute nicht vor, am Haus weiter zu bauen. Einfach, weil ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt nur an dem Haus rumbaue. Und, Mist, die Kartoffeln passen hier gar nicht mehr rein. Auch theoretisch aber eh das Eisen. Können wir die Kartoffeln reinmachen? Giftige Kartoffel. Auch richtiger Zungenbrecher, ey. Brauchen wir jetzt aber so an sich erstmal nicht. Ja, wie gesagt, ich habe heute ein bisschen was anderes geplant so. Einfach mal, um für ein bisschen Abwechslung zu sorgen einerseits. Andererseits, weil wie ihr hier seht, wir haben nur noch zwei Eisen. Und ja, ich habe vor, ein wenig Minen zu gehen, aber nicht so richtig coole Minentouren, vor allem Höhlentouren. Das können wir irgendwann anderes Mal machen, aber dafür habe ich heute leider nicht die Zeit. Ich habe eher geplant, eine. Obwohl, das Weizen können wir noch wegpacken. So. Haben wir, denke ich, mal den ganzen Müll rausgehauen, den wir nicht brauchen. Ich habe vor, zu Strip-Minen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, dann können wir unsere Mine hier unten ein bisschen erweitern. Was heißt erweitern? Aber, ne, können zumindest mal ein bisschen die besser nutzen, sage ich jetzt mal.
Und zum... Warum sind die Fackeln denn ständig aus meiner Hand raus? Ja, können wir die eine mal... eine... Da können wir die zum einen ein bisschen besser nutzen, die Mine. Zum anderen erfüllt die so natürlich auch ihren Zweck. Und der Hauptgrund, warum ich jetzt gesagt habe, okay, ich werde erstmal Strip minen, ist... Erstens hoffe ich, dass wir so leicht an Dias rankommen, was ich aber eigentlich nicht glaube. Sondern erstens, weil wir... zweitens ist es jetzt schon, damit wir wieder nach Hause finden. Weil wenn ich jetzt eine Höhlentour mache, da würde das wahrscheinlich ewig dauern, bis ich nach Hause finde. So, immer schön ausleuchten, damit ihr was seht und ich auch. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann strippen meinen wir einfach, da ist die Chance nicht so hoch, dass ich mich verirre. Ich traue mir jetzt zwar zu, dass ich das auch schaffe, aber wir hoffen es jetzt einfach mal nicht. Ah, sehr schön, da haben wir auch schon Eisen. Der andere Grund ist ganz einfach, wir brauchen ja auch Stein irgendwo irgendwann mal, vor allem fürs Bauen dann. Haben wir ja schon gemerkt, wir haben nicht wirklich viel Stein gehabt. Und es ist ja auch nervig, dann ständig immer wieder in diese Mine da zu gehen, um ein bisschen Stein abzubauen. Deswegen habe ich mir gedacht, dann gehen wir einfach mal Strip Mine. Da kriegen wir mehr als genug Steine raus. Sprich, da haben wir mehr Ressourcen gleich mit einem Ausflug sozusagen abgedeckt. Sage ich jetzt einfach mal so. Und deswegen denke ich, ist das eine ganz coole Alternative mal. Mal ein bisschen was anderes. Ich werde noch ein bisschen quatschen nebenbei. Hoffentlich finden wir noch was Cooles. Ein bisschen Abwechslung. Deswegen denke ich mal, ist das ein ganz cooler Kompromiss. Und wie gesagt, eine Höhlentour werden wir irgendwann auch mal machen. Ich denke mal, das wird noch mal spannender werden. Aber wir haben ja noch eine Menge Zeit. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das, also fällt mir gerade auf, ich kann auch sein, dass ich das schon gesagt habe. Ich glaube, vorhin wollte ich ja sagen, dass ich ein wenig kaputt war, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, ein Video nicht aufzunehmen. Ich meine, man kann auch kaputt ein Video aufnehmen, aber ich hatte gestern und vorgestern nicht wirklich die Motivation, eins aufzunehmen. Und ich habe mir halt gesagt, okay, wenn ich keine Motivation habe, ein Video aufzunehmen oder gerade keinen Bock habe, das Spiel zu spielen oder, dann werde ich es nicht tun. Einfach, weil ich glaube, dass es für euch besser ist, weil ich nicht der Beste darin bin, zu verstecken, dass er gerade keine Lust hat. Und zum anderen glaube ich, dass es auch einfach, ich weiß nicht, ich persönlich finde das nicht so schön zu gucken, also Videos zu gucken, bei denen man merkt, dass die Person da eigentlich gerade gar keinen Bock drauf hat und das einfach nur macht, um, keine Ahnung, die Masse zufriedenzustellen, weiß ich nicht. Kann ich gerade nicht besser ausdrücken. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Deswegen habe ich das nicht gestern gemacht und vorgestern. Und es lag auch vor allem daran, dass ich nicht wirklich wusste, was ich hier jetzt in Minecraft machen soll, weil ich ehrlich gesagt nicht wieder Haus bauen wollte. Euch zuliebe zum einen, zum anderen aber auch mir zuliebe. Aber jetzt habe ich dann doch noch die Idee gehabt, dass wir das hier mal machen können. Und ich denke mal, das ist cool. So, jetzt habe ich mich erstmal genug ausgeheult, genug gehofft, euch, also genug entschuldigt. So, jetzt gucke ich erstmal, wie tief wir sind. Warte, wo sehe ich das? Okay, die mittlere, 29. Ich glaube zwischen 11, 12 oder 13, 12. 13, 14, irgendwo dort ist die höchste Wahrscheinlichkeit, Dias zu finden. Zumindest war sie dort immer. Oh Gott, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau. Vielleicht google ich auch gleich nochmal. Aber ich glaube, es war zwischen 12 und 13, oder? Ah, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall können wir noch ein bisschen tiefer. Vielleicht finden wir auch eine Höhle, das wäre cool. Wenn wir keine finden, ist aber auch nicht schlimm. Theoretisch müssten wir jetzt sogar fast unterm Wasser sein. Obwohl, nee, wir graben ja eigentlich in Richtung Festland. Also das ist eigentlich Quatsch da gerade, was ich gesagt habe. So, wie tief sind wir jetzt? Wir sind auf Höhe 18. Ich kann es ja eigentlich offen lassen. Oh nice, Kohle. Kohle werde ich jetzt vorerst zumindest immer mitnehmen, weil die so schnell alle geht. Also wir hatten ja, glaube ich, auch keine mehr. Zumindest weiß ich gerade nicht mehr. Oh, ich muss... Ich muss das ausmachen, mich nervt das ehrlich gesagt. Weil wir müssen noch drei runter oder vier. Das passt schon.
Ich kann ja erstmal in die eine Richtung auf Höhe 11, 12 machen. Und wenn wir da wirklich gar nichts finden, dann kann ich ja nochmal ein bisschen hochgehen. Obwohl, nee, ich glaube, ich google gleich einfach. Glaube ich, die bessere Idee, anstatt jetzt zu spekulieren. Obwohl ich glaube, dass es auch gar nicht so den großen Unterschied macht. Weiß ich jetzt gar nicht. Nice, Gold. Wie gesagt, das ist ja einer der Gründe, warum ich jetzt hier runter bin. Wir brauchen erstens mal bessere Werkzeuge, weil es dann auch schneller geht mit dem Bauen. Andererseits habe ich ja vor, irgendwann mal ins End zu gehen und das Spiel sozusagen zu beenden. Ich denke mal, wir werden uns jetzt mal hier vorangraben. Ja, habe ich irgendwann, oder warte, ich google jetzt mal kurz und dann reden wir weiter. Okay, also da stand jetzt zwischen 12 und 5 ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Also würde ich sagen, gehen wir einfach mal runter auf Höhe 10. Das war ja so meine erste Vermutung. Und dann gehen wir jetzt einfach mal mit der. So, sind wir jetzt auf Höhe 10? Oh, ich kann es mir nicht merken, ey. Nee, Höhe 11. Okay, einen noch. So, ich würde sagen, wir graben uns jetzt einfach mal straight in die Richtung. Und danach werden wir die typischen Strip-Mine-Gänge, Schächte, wie auch immer, machen. Aber ich denke mal, ihr alle kennt Strip-Mine. An die es nicht kennen, das ist so die beste Möglichkeit, eigentlich an Dias ranzukommen. Ei! Okay, ich muss eins hoch, glaube ich. Geh eins höher. Mist, stimmt, das war ja mit den Lavaseen. Okay, dann gehen wir nochmal auf Höhe 11. Ich glaube, dann ist man genau auf der Höhe über den... Okay, dann können wir damit, kann ich euch schon mal sagen, merkt euch das, auf Höhe 11 wird gestrip-mined. Einfach, weil dort ist man noch über der Lavaseehöhe, sag ich jetzt mal. Also Lavaseen, glaube ich. Also wenn ich jetzt Quatsch erzähle, dann könnt ihr mich gerne korrigieren in den Kommentaren. Aber ich glaube, es war so, dass auf Höhe 10, ab Höhe 10 und tiefer spawnen Lavaseen. Dementsprechend macht es ja Sinn, auf Höhe 11 zu graben, weil man dann potenziell erstmal nicht in Lava auf einmal steht. Guck. Also man könnte in Lava reinfallen, klar. Aber wir sind zumindest jetzt, laufen jetzt nicht Gefahr irgendwie... Wie gerade eben. Oh, das war tief. Ich habe es gehört. Okay. Aber man ist nicht, läuft nicht in Gefahr, in Lava reinzulaufen, sozusagen, so wie ich gerade fast. Okay, das ist nicht so, so nice. Ach Mensch. Komm, geh weg. So. Dann gönnen wir uns die Kohle hier noch. Das hört sich so an, als wäre da eine Spinne oder so. Hört ihr das auch? Ah, ihr hört das wahrscheinlich eh nicht, weil... Ich habe übrigens jetzt wieder die Musik angepasst, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, dass... Oh, hier ist bestimmt Lava. Nee, ist nicht. Ah, hier stirbt gerade irgendwas im Hintergrund. Oder hier ist einfach nur eine Spinne im Hintergrund. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Lassen wir das. Haben wir das als Lichtquelle. So, jetzt habe ich tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte. Mensch, danke Spinne oder was auch immer du warst. Ah ja, ich habe die Lautstärke ein wenig erhöht. Von der Musik wieder, weil, das ist euch vielleicht in der letzten Folge nicht, oder in den letzten Folgen nicht aufgefallen, dass ich die Musik, angepasst habe, weil, also es war, hoffe ich, von der Musik her in den letzten Folgen gut, aber das lag daran, dass ich die im Nachhinein nochmal drunter gelegt habe, weil ich den Game-Sound und die Musik so leise gemacht habe, dass man wirklich nichts von der gehört hat, wirklich gar nichts. Dementsprechend habe ich in der Nach, also im Schnitt sozusagen dann nochmal die Musik drunter gelegt. An sich jetzt auch kein Riesenproblem, aber ich hätte es ehrlich gesagt lieber, wenn das direkt gut alles zusammen aufgenommen wird. Vor allem will ich den Game-Sound ja auch drin haben, weil ich denke mal, dass das Spiel so nochmal ein bisschen angenehmer ist zu gucken. Also finde ich persönlich, ihr habt euch da zumindest noch nie beschwert, dass da keiner wirklich groß da war, aber ich denke mal schon, dass das so ein bisschen angenehmer ist.
Deswegen hoffe ich, dass man das jetzt gut hört. Ich habe da jetzt ein bisschen länger dran gesessen, um das endlich hinzukriegen, weil das ja so ein Problem ist, was sich bisher durchgängig durch das Projekt durchgezogen hat. Ich und meine Musikeinstellung. Aber ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen gut geklärt ist. So, jetzt müssen wir unseren Tunnel wiederfinden. Hier ist er. So, ich wollte eigentlich vorhin erklären, dass Stripmine die beste Möglichkeit ist, um an Dias ranzukommen. Ja, wie ihr seht, aktuell noch nicht. Das hat aber den Grund, dass wir erstmal eine Spitzhacke brauchen. Ach, das ist die Musik. Ich habe gerade sowas klatschen gehört. Ich dachte gerade, was kommt denn jetzt auf uns zu? Ich mache jetzt einfach erstmal Stein. Und einen Ofen, dass wir unser Eisen braten können. Machen wir hier so eine kleine Base hin. Ja, immerhin 8 haben wir bisher. Nee, denn ich zeige euch das jetzt einfach mal. Klar, ich denke, die meisten kennen das schon, aber das heißt ja nicht, dass es alle kennen müssen. Deswegen zeige ich euch das jetzt nochmal. Also, man geht dann wie folgt vor, man gräbt sich einen Tunnel einfach straight in Richtung, wenn man Glück hat, findet man da schon Dias. Und dann gräbt man immer diese kleinen Schächte hier und guckt sozusagen rein, ob man irgendwas findet, was sozusagen wertvoll ist, sage ich jetzt mal. So wie in diesem Fall haben wir Redstone gefunden. Hier ist jetzt zum Beispiel, okay, ist wieder Redstone für das Beispiel. Und dann geht man 1, 2 weiter und in der dritten Reihe sozusagen crabt man dann wieder rein und findet dann wieder Redstone. Nee, aber und so deckt man sozusagen einen riesen Bereich ab. Also wir gucken ja sozusagen in diese Ebene. Diese Ebene und ja, die hier an sich auch und in dieser unten. Sprich, haben wir 1, 2, 3, 4, in die wir sozusagen reingucken und potenziell gucken können, ob da ein Dia dabei ist. Plus diese Reihe hier und damit können wir eine riesen Fläche sozusagen abdecken an Blöcken, die wir sozusagen sehen können und potenziell halt Dias, die wir dadurch finden können. Das soll der schnellste Weg sein, aber ich persönlich habe bessere Erfahrungen damit, einfach in eine Höhle zu gehen, die sehr tief ist, weil gefühlt dort häufiger welche spawnen. Aber das ist wahrscheinlich auch eher Zufall, wie und wo die spawnen und wie viel Glück man hat, die dann auch letztendlich zu finden. Glaube ich. Aber wie gesagt, wenn ich Stuss erzähle, ne, korrigiert mich gerne. Da habe ich gar kein Problem mit. Im Gegenteil, es wäre blöd, wenn ich jetzt hier irgendwie so auf... Na gut, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Wenn ich jetzt hier so auf Minecraft-Profi mache und dann eigentlich kompletten Quatsch erzähle. Das wäre irgendwie nicht Sinn der Sache. Dann korrigiert mich gerne. Ah ja, nice Eisen. Ah, natürlich. Die ist riesig, dieser Lavasee hier. Oh, nee. Ja, wo? Also gefühlt sind wir hier in der Nähe von der Höhle. Ja, aber wo? Ich glaube, wir steuern auf eine Höhle zu. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass der jetzt hier irgendwo gespawnt ist, wo ich was gebaut habe, weil ich fände das persönlich nicht so cool, wenn der jetzt uns hier in die Lava schuss. Aber ja, wir hoffen einfach mal, dass er jetzt uns in Ruhe lässt. Okay, ich höre ihn noch nicht mehr. Nase juckt. Ja, 4 Eisen. Beschweren kann ich mich da eher weniger. Aber ich habe das Video letztens mal wieder gesehen. Ich muss sagen, das ist immer noch geil. Und Danny Jetson. Nee. Jetson. Oh, ich sag den immer falsch. Egal. Wilder Typ auf jeden Fall. Na komm. Ich finde krass, dass all diese Leute, die ich früher immer übelst geguckt habe, mittlerweile ich gar nicht mehr gucke, aber die gibt's alle noch. Das finde ich viel krasser. Und viel... Nein! Lass mich in Ruhe. Puh! Glück gehabt. Zum Glück bin ich schneller als Flash. Sonst hätten wir das nicht überlebt. Kappa. Ja, komm. Einfach mal random hier rein. Pass auf, Dias. Mit Ansage. Okay, Reds auch mit Ansage. Ohne Ansage. Gut, das machen wir gleich. Ah ja, bevor ich es vergesse, nicht, dass jetzt die erste Folge schon rum ist.
Okay, sie ist eigentlich jetzt rum, deswegen erzähle ich es jetzt noch schnell. Ich habe nämlich ja vorhin schon mehr oder weniger angekündigt, dass diese Woche noch andere Videos rauskommen. So, an alle die, die jetzt bis jetzt geguckt haben, wissen auf jeden Fall schon, was die nächsten Tage auf euch zukommt. Und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, weil ich habe da sehr Bock drauf. Und zwar ist es das Spiel, oder nicht das Spiel, ist rausgekommen vor kurzem, weil Mario, Super Mario 3D World war ja schon draußen. Aber da ist jetzt ein DLC dazu rausgekommen, und zwar Bowser's Fury. Und ja, da habe ich persönlich... Oh, ich habe das Eisen gerade rausgenommen. Ich dachte, das ist jetzt weg. Da habe ich ziemlich Bock drauf, das zu zocken. Und deswegen werde ich das auch zocken. Und da sind die nächsten Tage die ersten Folgen geplant. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Und schaut euch das zumindest mal an. Auch wenn ihr das Spiel vielleicht... Auch wenn ihr sagt, das Spiel ist jetzt nicht unbedingt meins. Schaut einfach mal rein. Vielleicht gefällt... Schaut einfach mal rein. Vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Und ja, wie gesagt, das sind... so die Videos, die ich in den nächsten Tagen geplant habe, werden noch weitere Folgen von Minecraft natürlich rauskommen. Aber auch Bowser's Fury werde ich jetzt sozusagen so ein kleines Projekt starten. Ich werde zumindest das mal anzocken jetzt die Tage und dann mal gucken, wie das ankommt, wenn ihr alle dann unter die Folgen schreibt, richtiges Kackspiel oder du bist kacke, spiel das nicht mehr. Dann werde ich es vielleicht nicht mehr spielen, obwohl ich eigentlich ziemlich Bock drauf habe, das Spiel zu spielen, und ich habe schon mal gesagt, wenn ich ein Spiel spielen will, dann spiele ich es halt einfach. Und deswegen wird das die nächsten Tage rauskommen. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich denke mal, das wird ziemlich unterhaltsam. Und ja, wie gesagt, das wollte ich euch noch gesagt haben, bevor jetzt die erste Folge der Aufnahmesession rum ist. Jetzt habt ihr sogar fast so eine Art Verabschiedung von der Folge.